sind hier fertig. Ja. Es gibt viel zu tun. Wie lange war ich jetzt gemutet? Oh, bitte sag mir nicht, dass ich die ganze Zeit gemutet bin, oder? Wenn ja, dann, tja, dann tut's mir tatsächlich leid. Was ist da denn? Oh. Gehen wir mal nach da unten. Ist das neue Avalon? Ja, tatsächlich. Der Hafen des Sandsturms. Ja, erstmal wir sind sehr viel Flugabwehr. Oh Leute, jetzt habe ich ja tatsächlich anscheinend das komplette Bieter 100. Zu wen soll ich gehen? Lord Optimal Arete. Was? Wir haben viel zu tun, aber ich finde, zuerst steht eine kleine Gedächtnisauffrischung an. Die Todesritter haben eine abscheuliche Vergangenheit mit unseren Freunden, den Scharlachroten, hinter uns, und die sind dumm genug, sich im nordwestlich gelegenen Hafen unter uns auszuruhen.
Wenn ihr bereit für ein paar Worte seid, dann wendet ihr euch nochmal an mich. Und ich werde euch erleuchten. Morgen ist auch noch ein Tag. Achso, ja, das, okay, das war nur eine. Sagt, was ihr zu sagen habt. Ich möchte nochmal von der Geschichte hören. Nun gut, doch ich könnte an eurer Stelle, würde ich Aufmerksamkeit zwingen. Und nicht einfach blind nicken zu dem, was man an mir erzählt. Es beginnt, wie jede andere gute Geschichte es tut, mit Verrat. Und nicht, wir wurden verraten, nicht im geringsten. Der Lichtkönig hat uns, den Titel über alle anderen erhoben. Vielmehr waren wir es, die ihn verrieten. Mit der Hilfe des Hochlord Dalion Morgrains. In den letzten Schlachten bei der Kapelle der hoffnungsvollen Lichts, in den Pestländern, die als die Dummköpfe noch irgendwelche entfernt davon waren, vernichtet zu werden, half Tyrion Forderungen Morgaine dabei, den Bann der Lichtkönig über ihn und den Rest unserer Anwesenden hatte, zu brechen. Ihr nickt leicht, aber beendet die Bewegung nicht, da er sich das die Augen des Lordkommandanten verengt, bevor er fortfährt. Da der Lichtkönig aus Furcht vor Feuer und den Aschenbringer geflohen ist, konnten wir die schwarze Festung recht leicht den Clan der verbleibenden Geiselstreitmächte entreißen. Die Streitkräfte zwischen uns und dem Schalerroten Kursung hat diese Umstattung hier noch nicht begleitet. Die Verlassenen haben es auf die harte Tour gelernt, dass Schalerroten anscheinend keinerlei Unterschied zwischen uns und der Geisel sehen. Wir haben unseren eigenen Willen, unseren eigenen Beweggründe und wir haben fast alle die Qualitäten der Lebenden. Trotzdem sind wir für sie nichts weiter als die hirnlosen Sklaven des Lichtkönigs. Wenn sie glauben, wir werden einfach vor uns hinsiechen, sterben, täuschen sie sich. Ich dachte, sie würden sich selbst den Schalerroten Ansturm nennen. Bedenkt euch mit einem starren Blick, bevor er fortfährt. Darauf wollte ich gleich kommen. In der Tat, nachdem Hochgeneralin Abens mit ihren Streitkräften in Nordend gelernt war, änderten sich der Scharlach und den Namen in den Scharlachroten Ansturm. Es dauerte nicht lange, bis Admiral Baron Westwind sich in neuer Herdweiler in der Drachenöde präsentierte. Alle berichteten, zu folgen hat sie ihm nicht erwartet. Und sie hat sich auch nicht erwartet, dass er ihre Autorität untergraben würde und ihre Festungen reißen würde. Wahrscheinlich wart ihr dann beteiligt, Untergang herbeizuführen, doch es spielt keine Rolle. Nachdem sie tot war, verschwand der Admiral auf Mission-Art und Weise und wir verloren seine Spur. Wo ist der Großadmiral hingegangen? Wie ich schon sagte, wir haben seine Spur verloren. Aber ich bin sicher, dass es euch gelingen wird, diese Sache Licht ins Dunkel zu bringen. Ich denke, er ist irgendwo da unten, aber meine Spüren waren nicht in der Lage, ihn irgendwo auf der Insel auszumachen. Die Verlassenen in Galgrim haben ganze Arbeit geleistet, einen neuen Herdweiler zu sabotieren, aber die Streitkräfte des Ansturms, die sich da unten befinden, sind die kampferprobtesten Überreste des Ortes. Unterwegs ist ihnen leider gelungen, sich bessere Ausrüstung zuzulegen, von irgendwelchen nahen Greifen zu bekommen. Was ich zu sagen versuche, ist, dass dies sicher kein Picknick wird, jeder nicht einmal für uns. Für euch. Das geht in Ordnung. Wann soll ich anfangen? In einer Sekunde. Lass mich nur noch einmal klarstellen. Wir sind hier nicht hier, um die weich zu klopfen. Wir sind nicht hier, um eine Kerbe zu schlagen. Wir sind hier, um der Krankheit, die sich selbst Scharlachrotter Armstrong ein Ende zu bereiten. Solltet ihr aber nicht mitmachen wollen, solltet ihr nicht den Mumm haben, den geht jetzt. Ich will jemanden, der jeden Tag hier ist, bis die Arbeit getan ist. Seid ihr dieser Mann hier, lasst es uns beenden. Ein steifes Grinsen erscheint auf dem Gesicht von des Lordkommandanten, während er euch knirscht von oben bis unten mustert. Das wollte ich hören. Wir sind hier fertig. Was bis jetzt geschah ist. Es gibt noch viel zu in seiner Torheit hat sich der Agathonskreuzzug entschieden, angesichts der anwesenden Scharlachrotten nach uns ein Auge zuzudrücken. Wir hingegen werden das nicht tun. Es ist uns gleich, ob sie den Kampf gegen den Lichtkönig hilfreich werden. Wir halten sie nicht für würdig genug, um zu existieren. Wir werden ihnen ein Ende bereiten, vereint für alle Mal. Lasst mich in Ruhe. Okay. Die Truppe im Hafen des Ansturms haben sich erhebliche Verstärkung durch Greifenreiter
Durch Greifenreiter erhalten. Ihr braucht ein Reittier, mit dem sie aus der Luft holen können. Doch zunächst benötigen wir die Komponenten für das Ritual, das erst einmal möglich wird. Eine beträchtliche Menge Blut ist für die Durchführung des Rituals vermuten. Wird es nach Nordwesten hinab. Unten im Hafen gibt es bereits verfügbare Futter, Haie. Kehrt nicht zurück, ehe ihr nicht diese Blase mit Blut gefüllt habt. Geleitet euch wohl!